Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich wollte mal heute mit euch zum Thema Sonderrechte und natürlich auch ein bisschen Regelrecht zum Thema Feuerwehr. Nicht nur für Feuerwehrleute, sondern jetzt auch für Rettungsdienst und so, wer was in Anspruch nehmen darf. Da unterscheidet man natürlich auch zwischen den Sonderrechten und den Wegerechten. Da ich jetzt eher zum Thema Feuerwehr mache, da ich auch selbst da bin, habe ich mir schon mal hier ein paar Sachen auch schon mal rausgesucht, dass ich es euch auch einmal vorstellen kann. Die erste Frage, was tatsächlich euch auch ein bisschen interessiert, dürfen Feuerwehrleute während einer Einsatzfahrt im Privat-Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen? Also das heißt jetzt eher jetzt nicht mit den Einsatzfahrzeugen, sondern eher mit dem privaten Pkw, ne? Die Antwort lautet ja, aber nur, wenn ein Einsatzbefehl vorliegt und dies zur Gefahrenabwehr dringend geboten ist. Also das heißt, wenn dann jemand Menschen in Gefahr sind, wie zum Beispiel jemand ein Verkehrsunfall oder jemand ein Hausbrand oder was ihr jetzt auch letztens auch sicherlich gehört habt, ist in Leverkusen, wo jetzt auch die Explosion war, das ist auch jemand zur Gefahrenabwehr. Wenn ein konkreter Einsatzbefehl vorliegt, dürfen Feuerwehrleute auch auf der Fahrt mit ihrem privaten Pkw zur Feuerwehrstation oder Sammelstelle Sonderrechte in Anspruch nehmen, wenn dies zur Gefahrenabwehr dringend geboten ist. Paragraph 35 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung. Darunter findet ihr das auch. Jetzt ist sicherlich auch ein bisschen die Frage bei euch. Ja, wer gehört überhaupt zu der Feuerwehr allgemein? Feuerwehrleute sind nicht nur Angehörige der Berufswehren, sondern auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt immer auch, wir dürfen mit, da wir auch bei der Freiwilligen, wir werden ja über im letzten Video auch angesprochen, ne? In der Infokarte findet ihr das, ne? Jetzt entweder über den Funkmelder oder auch jemand mit über die Sirene. Aber bei der wenn die Freiwilligen Feuerwehr über die Sirene gerufen werden, die wissen ja nicht, was vorliegt. Deswegen dürfen die an sich deswegen auch immer unter Beobachtung des Straßenverkehrs auch schneller fahren. Unter anderem. Ja, die ja nicht wissen, was konkret vorliegt. Wie ich jetzt zum Beispiel, da ich ja den Funkmelder-Empfänger habe, da bekomme ich ja eine schildpunktartig schon eine Meldung drauf. Da weiß ich, okay, ist es eine Ölspur, ein Brand, whatever. Da kann ich ja schon mal abwägen, ob ich die Sonderrechte in Anspruch nehme oder nicht. Das jetzt zum Thema Fahrt mit Privat-Pkw ist auch immer eine Sache. Da der Gesetzestext nur von der Institution, die Feuerwehr, spricht und nicht von konkreten Einsatzfahrzeugen, sind auch Fahrten mit privaten Fahrzeugen von der Vorschrift umfasst. Also wie schon ein bisschen erläutert, das heißt, ja, ich ersetze, wie schon gesagt, ehrenamtlich bei der Feuerwehr bin, heißt, ich darf auch mit einem privaten Pkw, da ich auch selbst eins besitze, heißt, darf ich auch unter anderem Sonderrechte in Anspruch nehmen, aber keine Wegerechte. Da kommen wir auch gleich zum Thema Wegerechten. Also zum Thema mal Sonderrecht, nur zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Das heißt jetzt in dem Fall, Sonderrechte dürfen nur dann in Anspruch genommen werden,
wenn ein konkreter Einsatzbefehl vorliegt, weil eine Fahrt zur Gerätehaus oder Feuerwehrstation, kann es jetzt so nennen, wenn es möchte, um sich auf einen zu erwartenden Einsatz lediglich vorzubereiten, bestehend derartige seine Rechte nicht. Da der PKW weder Martinshorn noch Blaulicht besitzt, dürfen Sonderrechte nur sehr zurückhaltend in Anspruch genommen werden. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung muss grundsätzlich ausreichend berücksichtigt werden, wenn man diese Sonderrechte ausübt. Das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit ist beispielsweise nur in Maßen erlaubt. So müssen Feuerwehrleute im Privatauto immer sicherstellen, dass während der Fahrt unter Nutzung der Sonderrechte keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Also als beispielsweise kann ich jetzt ein Beispiel nennen, wenn jetzt auf meiner Strecke ist es eher so, wenn ich zum Gerätehaus fahre, ist auch eine Kreuzung da. So. Das heißt, ich darf in dem Fall darf ich von der Straßenverkehrsordnung abweichen. Ne? Natürlich auch, wie schon erläutert, unter Beobachtung und auch keine Gefährdung von den anderen Verkehrsteilnehmern, ne? Sei es andere PKW-Fahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer. Darf ich unter anderem auch über große Ampeln fahren, aber natürlich, wenn ich vorher geschaut habe und da wirklich keiner gerade die Kreuzung überquert. Also muss ich auch sicherstellen, dass dass keiner links oder von rechts kommt bei mir. Und es ist auch vorgegeben, auch dass ich dann die Höchstgeschwindigkeit auch überschreiten darf, ja, aber natürlich unter der Aufforderung, dass ich die Strecke, die ich fahre, auch überblicken kann. Dass ich jetzt auch, wenn ich dann von der Kurve komme, ist ja klar, dass ich dann etwas von dem Gas herunternehme. Und auch die Kurve sicherer zu passieren. Ist ja, na, würde ich sagen, fast logisch, ne? Jetzt kommen wir zum Thema einen recht interessanten Punkt auch. Kein Recht auf freie Bahn. Das heißt jetzt, Feuerwehrleute sind zwar durch die Sonderrechte von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung befreit, doch bei Fahrten mit privaten PKW steht ihnen kein Wegerecht zu, das heißt kein Recht auf freie Bahn. Das haben jetzt wirklich nur die Einsatzfahrzeuge, die ja das Blaulicht haben und das Martinshorn. Und da ja die privaten PKWs das nicht haben, haben wir nur die Sonderrechte. In einigen Bundesländern, sollte es mir bekannt ist, jetzt nicht in allen Bundesländern, hier in Deutschland ist es auch erlaubt, so ein Dachdeckel zu benutzen, oben drauf. Da steht dann zum Beispiel drauf Feuerwehr in Einsatz, aber es ist auch eben halt natürlich wieder ein bisschen umstritten. Es darf jedenfalls nicht beleuchtet sein. Dieses Dachaufsätze. Es darf nicht beleuchtet sein, aber benutzen. Naja. Davon zu. Also, ich habe mich hier für NRW noch nicht so wirklich geschaut, ob es erlaubt ist. An sich. Aber ich denke eher nicht, dass wir hier in NRW das benutzen dürfen an sich. Das wollte ich noch einmal für euch so ein bisschen angesprochen haben. Wenn ihr gerne noch mehr zum Thema Feuerwehr interessiert, schreibt auch gerne in die Kommentare. Und bleibt bitte auch alle gesund. Dann sehen wir uns auch bis zum nächsten Mal. Und tschüss.